So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir rübergehen, muss ich erstmal Danke sagen. Wem muss ich Danke sagen? Genau hier, genau diesen Leuten. Sei es Zampal, Schleuderaffe, Mark, Asunai, Hans, Jaran, Moonlight, Frontkin, Raptor, Lukas, Andreas, Gurk, auch wenn du leider gebannt wurdest gestern wegen Werbung, man kennt es. Resetti, Coco, Galaxy, Taya und Dennis. Ihr seht selber, wie viele Online-Stunden hier rechts stehen. Also es ist wirklich teilweise krank. Wirklich krank. Aber ich kann immer wieder nur Danke sagen. Danke für die ganze Unterstützung, die gerade ihr, wo ich wirklich sagen muss, wenn ich die Namen so lese, ja, ihr seid immer da. Wenn man nicht da, dann eine halbe Stunde später. Oder ihr meldet euch ab. Manchmal komme ich mir vor, als wäre ich euer Lehrer, der in der Schule sitzt und dann so sagen muss, ah ja, okay, ja, da erlaube ich dir. Ja, heute darfst du dann mal ausnahmsweise woanders dahin. Nein, ihr wisst, wie ich das meine. Ich kann da wirklich immer nur wieder Danke sagen. Es macht echt Spaß mit euch. Ihr akzeptiert auch mal, wenn ich sage, nee, da habe ich jetzt nicht wirklich so Bock drauf. Aber wie gesagt, vielen, 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 vielen Dank. Weil wenn man sieht, Zampal fast 60 Stunden. Es wird wahrscheinlich mehr sein, aber ich kann den Bot irgendwie nicht beeinflussen. Ich würde behaupten, echt die, die im Chat schreiben, sind irgendwie bevorzugt oder werden mehr registriert. Ich kann es euch echt nicht sagen. Weil normalerweise habe ich halt wirklich die Chat-Funktion in Anführungszeichen aus, dass man für Schreiben nochmal extra Punkte bekommt. Und ihr seht hier, jeder ist genau so eingestuft, wie viel Online-Zeit er hat. Also es gibt nicht irgendwie für einen Chat nochmal extra Punkte, aber man wird dann anscheinend auch ab und an mal überlesen. So, aber jetzt mal genug geschleimt. Gehen wir mal rein in den Shop und gucken einfach mal, was drin ist. Oh, auf jeden Fall mal wieder was Legendäres. Zwei Tänzer haben wir auf jeden Fall drin, sind schon hochgeladen. Also ich bin ein bisschen früher aufgestanden, hat alles ganz gut funktioniert. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt mal rein. Das ist der liebe Sumpfmann. Aha. Kennen wir natürlich alle, früher nur in der Variante, glaube ich. Ja. Und dann kamen hier die Stile dazu. Und da sind wir wieder in dem Bereich. Ja, so Skins mag ich nicht, wo der Kopf so rausguckt. Ich weiß nicht, ich feiere die irgendwie nicht so. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sehen die Skins immer nur von vorne, von hinten dürft ihr euch einen Reißverschluss angucken. Kappa. Na gut, der geht ja noch, den sieht man ja nicht, aber der Reißverschluss geht auch noch. Mich stört jetzt wieder nur der Reißverschluss, ich weiß. Obwohl, der sieht echt nice aus von hinten. Von hinten sieht er echt nice aus. Aber hier, da wird mich echt der Reißverschluss stören. Ich weiß nicht, sieht ganz seltsam. Oh Gott, und guckt nicht auf den Hintern. Oh wei, wie sieht das? Das sieht ja aus wie ein Gesicht. Hier sind die Augen. Da ist das Auge. Da ist die Nase. Fehlt nur noch dieser Mund. Oh wei. Nee, ich darf da nicht mehr hingucken. Ganz komische Bilder. Und dann haben wir hier noch das Rückenaccessoire. Die Flasche. Beziehungsweise die Flaschen. Ich will nur nicht wissen, was er da so reinbekommt. Weil das sieht schon ein bisschen eklig aus. So, und denkt dran, wenn ihr euch den Skin gönnen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhack. Vergessen bitte nicht einzutragen, es werden nämlich ganz langsam immer mehr. Wir kriegen mehr Abonnenten, aber weniger Leute, die unterstützen, was den Creator-Code betrifft. Aber liegt vielleicht daran, dass es gefühlt jeder einen hat. So, dann gehen wir mal hier rein. Und was haben wir da? Genau, heißer Draht. Hatten wir auch schon, oh Gott, ist schon länger her. Obwohl, nee, so lange ist es gar nicht her. Aber der Skin, das ist halt wieder so ein Zwiespalt. Da weiß ich auch nicht, ob der mir gefällt oder nicht. Irgendwie hat er was wegen diesem, das war gelbe hier. Hat halt eigentlich, glaube ich, sogar gar kein anderer Skin. Wenn ich mich nicht ganz irre. Dann noch das Rückenaccessoire. Gut, das würde ich jetzt nicht unbedingt mitholen. Also ich würde den Skin halt wirklich nackt spielen. Hallo? Rückenaccessoire weg. Aha, also ich würde ihn so spielen. So ist er, denke ich mal, spielbar. Und man sieht es nicht so oft. Also finde ich eigentlich gar nicht. Mir fällt jetzt gerade keiner ein. Und kommt mir nicht mit irgendwelchen Namen. Ich kenne nicht alle Namen auswendig. So. Dann natürlich Megavolt. Ob der Ton nicht irgendwann anfängt zu nerven. So, was haben wir noch? Sauer. Nein, das ist nicht meine Tarnung, die ich habe.
ich habe Neongift. Also falls alle jetzt die denken, oh, jetzt ist endlich die Tarnung drin von dem. Nein, das ist sie nicht. Ich habe Neogift drin. So, und dann haben wir noch Limetta drin. Natürlich wieder in verschiedenen Stilen. Einmal in Schwarz-Grün und einmal in Rosa. Schöne rosa Mädchen. Oh, lecker, lecker, lecker. Nein. Also normaler Skin finde ich, ist irgendwie überhaupt nichts Besonderes. Ich weiß nicht, feiere ich auch irgendwie überhaupt nicht. Aber ist halt Geschmackssache, ne? Aber wir wissen ja inzwischen auch, wir haben Frauen und Mädchen unter uns. Also vielleicht ist der Skin eher was für euch. Aber für uns Jungs glaube ich eher weniger. So, des Weiteren haben wir genau zwei Pickaxe. Ich muss sagen, inzwischen habe ich mich doch wieder daran gewöhnt, einhändige Pickaxe zu spielen, was ich hier gerade sehe. So, dann noch super sauer. Oh, die Tarnung ist nicht schlecht. Ich glaube, die ist ein bisschen zu übertrieben. Das wäre halt auch wieder so eine typische Mädchentarnung, glaube ich. Ach, nee, keine gute Tarnung für mich. So, dann haben wir noch Traumblume drin. Das Hippie, warte mal. Doch, Girl. Ich habe immer Angst, dass ich sage Männlein, Weiblein und dann, oh nee, doch nicht. Aber Hippies war es ja immer ganz schwer. Die männliche Variante wird öfters gespielt, aber die weibliche habe ich gefühlt wirklich so gut wie nie gesehen. Dazu das passende Rückenaccessoire. Ja, ich finde irgendwie, schlecht sind die Skins nicht. Aber ob man sie wirklich spielt, das ist halt die andere Frage. Das ist halt eher so, ach ja, komm, spielen wir mal den. So, dann haben wir den Speer wieder drin. Season 1, man kennt es. 800 V-Bucks, also wer nicht hat, zuschlagen. So, dann kommt. Ne, machen wir erstmal den Baumspalt da. Oh ja, die holt gut Schwung. Die haut zu. So, dann haben wir noch Pizza-Emote. Da gehen natürlich wieder Grüße raus, danke dafür. Ach ja. So, dann haben wir Oldschool. Danke, danke, danke. Mehr kann ich dazu wieder nicht sagen. Die Sache, was ich von euch geschenkt bekommen habe, ist echt genauso krank. So, ich könnte 30 Videos machen, nur mit Danke. Das ist halt wirklich Oldschool. So, und dann haben wir, also da bin ich bei der Aufnahme, die Musik geht irgendwie überhaupt nicht. Bei der Aufnahme habe ich echt gedacht, boah, hoffentlich ist es bald rum. Also wer da die 15 Minuten komplett durchgucken kann, Respekt. Ich sag, das schafft keiner. Die wird so nervig, die Musik. Aber damit will ich natürlich nicht zu lange nerven. Das war es halt schon wieder mit dem normalen Shop. Ja, aktualisiere dich mal, passiert trotzdem nichts Neues. Und wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne Creator Code benutzen. Erstmal danke an alle, die sonst da waren. Wir gehen natürlich noch rüber in Rette die Welt. Man kennt es. Und da muss ich euch leider mal wieder, ich kann es bald nicht mehr sagen, leider sagen. Es gibt wieder keine V-Bucks. Ich habe geguckt, in den letzten 30 Tagen haben wir gerade mal so 500 V-Bucks bekommen extra. Ist ein bisschen schade. Dafür, dass ich dann dauernd Werbung mache für Rette die Welt. Wofür ich finanziell nichts bekomme. Also da, egal was ihr euch kauft, also was für eine Version ihr euch kauft, ich bekomme leider nichts davon. Nur die Lamas, die ihr eventuell kauft. So, was kriegen wir als Einlog-Bonus? Komm. Attacke. Der ist doch schon da. Ich wollte gerade sagen. Ah ja. Na, morgen kriege ich erst wieder Waffen. Ach, was denn, sag ich schon. V-Bucks. So, was haben wir hier? Normales Upgrade-Lama. Auch ein Fernkampf-Upgrade-Lama. Im Shop hat sich auch nichts Neues getan. Ja, bisschen schade. Derzeit, was rettet die Welt betrifft. Ich muss auch wirklich sagen, es macht auch derzeit nicht wirklich so viel Spaß. Wenn man wirklich so ganz gechillt spielen will, ja, aber sonst so mit Ehrgeiz oder so, ne.
halt irgendwie ein bisschen schade. So, kann man gucken, was wir sonst noch haben. Ach komm, holen wir es jetzt noch. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Besonderes. Überlebende wäre nicht schlecht. Überlebende. Ich brauche nämlich unbedingt die Bücher. Ja, schmeckt. Ja, schmeckt. Ich habe gedacht, vielleicht käme noch was Seltenes. Also, dann euch noch einen schönen Tag. Denkt dran, wir sehen uns wahrscheinlich nachher. Und dann würde ich sagen, haut rein.